Akrevis Invest wird Ihnen präsentiert von der Akrevis Bank. Es ist Zeit für die aktuellsten Wirtschaftsnachrichten. Guten Abend und herzlich willkommen zum Akrevis Invest. Andrea Romer, das Thema Inflation lässt uns dieses Jahr, glaube ich, nicht mehr los. Sie dominiert unser privates Leben und logischerweise auch die Aktienmärkte. Am Dienstag sind wieder einmal mehr die Inflationsdaten von den USA im Fokus gestanden. Wie hoch ist der Wert per Ende Oktober? Ja, die US-Inflationszahlen sind sogar noch etwas tiefer ausgefallen, als man erwartet hätte. Per Ende Oktober liegen die jetzt bei 3,2%. Das zu verdanken ist vor allem am günstigeren Ölpreis. Das klingt eigentlich sehr vielversprechend, oder interpretiere ich das falsch? Ja, kann man so sagen. Wir schauen gerade noch auf eine Grafik. Wir kommen am Zielwert von 2% langsam aber sicher wieder näher. Die Aktienmärkte gehen klar davon aus, dass beim nächsten US-Notenbanktreffen am 13. Dezember kein weiterer Zinserhöhungsschritt vermeldet wird. Darum haben sich die Märkte in den letzten Tagen auf einer sehr guten Seite gezeigt. Der SMI hat am Dienstag, wo die Inflationszahlen bekannt geworden sind, knapp 1,2%, der amerikanische Dow Jones 1,4% und der zinssensitive Tech-Index Nasdaq sogar 2,1% dazugewonnen. Die Investoren sind also optimistisch, dass die Inflation jetzt langsam aber sicher zum Zielband zurückkehren wird. Die Kerninflation zeigt hier ein anderes Bild. Wenn man die schnell schwankenden Energie- und Lebensmittelpreise ausklammert, ist die nämlich sogar noch gestiegen und liegt jetzt per Ende Oktober bei 4%. Wir dürfen also noch nicht zu 1000% davon ausgehen, dass aus dem Westen keine weitere Zinserhöhung mehr kommt. Das hat die US-Notenbank am Dienstag auch nochmals so vermeldet. Jawohl, wechseln wir zu uns in die Schweiz. Diese Woche ist ein wichtiges Unternehmensergebnis präsentiert worden, das ich mit Ihnen ganz gerne kurz anschauen würde. Der Augenheilspezialist Alcon hat Zahlen vom dritten Quartal publiziert. Wie sehen die aus? Ja, Alcon hat im Vergleich zum Vorjahresquartal den Umsatz um 8,4% können steigern. Wenn man die Zahlen aber mit dem zweiten Quartal von diesem Jahr vergleicht, war der Umsatz leicht rückläufig. Das hat die Analysten natürlich enttäuscht. Und auch bei den Margen hat Alcon nicht können punkten. Sie haben so in beiden Divisionen Vision Care und Chirurgie die Margen können steigern. Das hat aber die Analysten zu wenig beeindruckt. Sie hätten auch hier mehr erwartet. Wie hat der Aktienkurs die Neuigkeit aufgenommen und wie sind die Aussichten aus Ihrer Sicht? Ja, der Aktienkurs war dementsprechend natürlich nicht euphorisch. Die Aktie hat am Berichtstag mit minus 5,4% geschlossen. Vor allem, dass die Jahresziele gegen oben eingegrenzt haben, ist nicht gut angekommen am Markt. Darum hat sich der ein oder andere Anleger dann auch vom Titel getrennt. Wir selber sehen die Zukunftsaussichten mittel- bis langfristig bei Alcon nach wie vor sehr positiv und halten an dieser Titelempfehlung fest. Schauen wir noch schnell auf ein anderes Unternehmen, und zwar Sandoz. Die ehemalige Generikasparte vom Pharmakonzern Novartis hat 3 Tage nacheinander relativ grosse Kurssprünge angelegt. Der Chart von Sandoz sieht dementsprechend auch relativ turbulent aus. Ja, das kann man so sagen. Schauen wir doch den Chart mal zusammen an. Nachdem die Aktie unter den Erwartungen bei gut 24 Franken anstatt 30 Franken an die Börse eingestiegen ist am 4. Oktober, hat sie dann aber recht schnell zu eben diesen 30 Franken, die die Analysten immer vorausgesagt haben, aufgeholt. Einige Finanzhäuser haben das Kursziel auch dort platziert, was den Aufschwung unterstützt hat. Nach den Q3-Zahlen Ende Oktober hat Sandoz-Aktie dann wieder recht federn lassen, weil die Wachstumsziele enttäuscht haben. Die Eröffnung einer neuen Antibiotika-Fabrik in Österreich hat dann aber zum positiven Kursverlauf die letzten Tage beitragen können. Ja, wechseln wir noch mal ganz kurz ins Ausland. Das dänische Pharmaunternehmen Novo Nordisk ist ja, so wie es aussieht, anscheinend nicht mehr aufzuhalten. Das Unternehmen hat weitere positive Studienergebnisse präsentiert. Gibt es auf dem hohen Niveau, wo sich Novo Nordisk drin bewegt, überhaupt noch Luft nach oben? Ja, Novo Nordisk ist ja vor allem für ihre Medikamente gegen Diabetes und Fettleibigkeit bekannt. Der Kassenschlager Ozempic hilft übergewichtigen Menschen relativ rasch und einfach viel Gewicht zu verlieren. Das merkt man auch bei der Erhältlichkeit von dem Medikament. Man kommt es nämlich am Markt kaum mehr über.
Und zudem haben sie jetzt auch neue Studienergebnisse präsentiert zum Appetitzügler Wegovy. Das ist auch sehr gut angekommen bei den Investoren. Ja, und auch wenn die Medikamente bereits sehr stark gefragt sind, sehen wir hier immer noch Wachstumsmöglichkeiten und sind gespannt, wo die Reise noch hingeht. Andrea Rummer, danke vielmals für die Informationen. Ihnen daheim vielen Dank fürs Interesse. Weiterhin ganz einen schönen Abend und einen guten Start ins Wochenende. Akribis Invest ist Ihnen präsentiert worden von der Akribis Bank.